Hallo und herzlich willkommen zum Pole Dance Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Heute geht es um zwei Figuren, die kann man gleich miteinander verbinden. Blade und Blade Legs Bend. Ich zeige sie euch erstmal. Die Stange ist wie fast immer auf Spinning, wie fast immer ist das keine Grundvoraussetzung, nur dass ihr es wieder von allen Seiten sehen könnt. Was sind die Voraussetzungen für den Blade und Blade Legs Bend? Schöne Körperspannung, dann ein beginnender Outside oder Knee Hook Outside Leg Hang. Das ist kein richtiger Outside Leg Hang, aber ein Knee Hook Outside Knee Hook. Und das war es eigentlich schon, denn dort, wo das Knie eingehängt wird, darf die Hand bleiben. Ihr geht nach oben und denkt euch, ihr würdet in den Outside Leg Hang gehen wollen. Hängt das Knie also richtig schön rein, zieht die Schultern schon zurück und ihr seid schon fast fertig. Jetzt löst ihr die untere Hand und streckt das andere Bein nach hinten. Versucht den Bauch von der Pole wegzubringen. Das ist unser Blade. Nachdem ich jetzt sowieso stehe, baue ich nochmal auf für den Blade Legs Bend. Blade erklärt sich, ein Schwert, Legs Bend. Wir haben eine Hand frei, wir haben ein Bein frei. Mit der Hand versuchen wir an das Bein zu kommen. Aus dem Blade zieht ihr euer Knie ran, greift von hinten an die Innenseite des Beins und drückt mit dem Fuß in die Hand. Schultern zurück. Blade Legs Bend. Bauch ist weg von der Pole. Löst den Fuß, löst die Hand, kommt zurück, zieht das innere Bein an, dann habt ihr wieder einen schönen Grippunkt und von hier aus könnt ihr weitermachen oder nach unten kommen. Ziel ist es, dass der Bauch von der Pole entfernt ist. Sollte das nicht klappen, nicht so schlimm, habt ihr einen Grippunkt mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.